Heute wollen wir auf der Insel Margarita eine Finca kennenlernen. Dafür eignet sich am besten ein Leihwagen mit ortskundigem Fahrer, der verschiedene Ansiedlungen kennt und Kontakt zu den Bewohnern aufnehmen kann. Wir besuchen eine Finca, in der neben Gemüse und tropischen Früchten auch Zuckerrohr angebaut wird. Der Besitzer führt durch das weitläufige Gelände des Landgutes und erzählt vom beschwerlichen Alltag auf seiner Finca. Zu unserem Erstaunen entdecken wir während des Rundganges auch zahlreiche exotische Tiere, die nur zum reinen Zeitvertreib gehalten werden. Neben Hühnern, Ziegen und Schafen werden auf dieser Finca auch Schildkröten gezüchtet, die ausschließlich dem eigenen Fleischverzehr dienen. Das Fleisch ist eine Delikatesse und wird nur zu besonderen Anlässen auf den Tisch gebracht. Wenn sie Zucker ausziehen, dann kann man sie essen. Wie werden denn diese Panzer dazu stehen? Nach Hacke. Und nach hinten kann man erzählen. Das plötzliche Auftauchen einer Königsschlange flößt uns Respekt ein. Diese Boa ist aber kein Fleischlieferant. Sie ist der ganze Stolz des Hofbesitzers und wird von ihm gehegt und gepflegt. Hier werden Kokosnüsse von ihren Schalen befreit, die aber nicht als Abfall zählen. Die darin befindlichen Fasern werden zu Seilen und Fußmatten verarbeitet. Das macht man normalerweise, damit sie böse werden, aber ich kann das nicht. Der Hahnenkampf hat eine große Tradition. Obwohl er in Venezuela unerwünscht ist, lassen sich viele Farmer nicht davon abhalten und züchten nach wie vor ihre Kampfhähne. Etwas abseits auf einem Platz entdecken wir eine altertümliche Konstruktion. Diese aus Holz bestehende Zuckerrohrpresse ist noch funktionsfähig und wird normalerweise von Zugtieren in Bewegung versetzt. Da sich zurzeit keine geeigneten Tiere auf dem Hof befinden, übernehmen wir diese Arbeit. In Drehbewegung versetzt, pressen zwei aneinanderliegende Zylinder den süßen Saft aus den Stängeln der Pflanze heraus. Weit ab des Touristenrummels an der Küste kann man das ursprüngliche Leben in den Dörfern noch entdecken und die farbenfrohe Folklore des Landes kennenlernen.